Die Ankunft 10:08. Also als ich hier angefangen habe zu arbeiten vor 5,5 Jahren, da habe ich ja den Gasteig noch mal ganz neu erlebt. Ich kannte ihn auch als Kind von Konzerten, von Bibliotheksbesuchen. Und mir ist aufgefallen, dass es Orte gibt, die ganz besonders von Wohnungslosen gesucht werden. Und es sind oft die Punkte, die so ein bisschen nicht mitten im Fokus sind, bisschen abseits vom Mainstream oder gerade, wo die meisten Leute durchgehen. Es geht, glaube ich, diesen Menschen vor allem darum, auch in der Masse aufzugehen. Also nicht aufzufallen, nicht eben mal nicht immer so mit abschätzigem Blick begutachtet zu werden. Und genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Architektur, glaube ich, sehr hier im Gasteig sehr hochwertiges, eine sehr hochwertige Atmosphäre erzeugt und dadurch, ich finde im Vergleich zum Hauptbahnhof oder zu anderen öffentlichen Bereichen, es ist hier das Verhalten anders der Wohnungslosen, als es woanders ist. Ja? Und das schafft dieser Raum, indem es, er ist ja sehr offen, aber es gibt doch ein paar Nischen, es gibt ein paar ruhige Orte. Wir haben sehr viele Sitzmöglichkeiten hier normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist. Und das sind die Orte, die gesucht werden. Und wo das dann oft auch, ich lustig fand auch zu sehen, wenn die Besucher kommen und sich irgendwo hinsitzen und dann erst nach einer Zeit merken, ah, um mich herum sind hier jetzt auch andere Menschen, die vielleicht eben wohnungslos sind oder aus den schwierigen Verhältnissen. Ich glaube, wir brauchen diese Orte. Genau diese Orte verhindern das Auseinanderbrechen der Gesellschaft, auch die Auseinanderdriften. Man lebt ja so in seiner Blase, man weiß gar nicht mehr, was es so gibt. Und hier eben kann der Millionär nochmal einen Obdachlosen sehen. Ja? Und hier sitzt man nebeneinander dann vielleicht in der Cafeteria. Hier kommen vielleicht Begegnungen zustande, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls ist alles da, was in der Gesellschaft ist. Ja? Und das ist das, was ich wichtig finde, dass man nicht das aus dem Blick verliert. Ja? Dann entstehen ja diese Tendenzen, die wir jetzt haben, extrem rechts und extrem links, wo man gar nicht mehr in die Schuhe des anderen sich mal stellt. Ich sehe den Gasteig als eine Plattform, eben einen Ort, der einfach Raum schafft. Und das sind Rückzugsorte für die Gesellschaft, nicht nur für Obdachlose, für jeden. Das ist, wir haben mal gesagt, wie ein Steg an einem See. Da bin ich, darf ich sein. Und hier sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen und dadurch entstehen automatisch Freiräume. Und diese Freiräume brauchen wir nicht nur im Leben, sondern auch im Kopf. Ja? Und die können nur dann entstehen, wenn wir diese Freiräume auch in Räumen haben.
Jetzt geht langsam los, ja? Ja? Jetzt speziell auf unsere Obdachlosenarbeit gesehen, ist natürlich der Ort Bonifaz, was für mich wichtig oder für uns als Gemeinschaft wichtig, keine Vorschriften zu geben, sondern Türen aufzutun. Das heißt, auch Menschen in ihrer Würde aufzufangen, nicht zu fragen, welche Herkunft, welche Religion, warum bist du jetzt obdachlos geworden. Also das ist die erste, das gilt nicht die erste Frage. Es gilt immer die erste Frage, der Mensch an sich. Welche Bedürfnisse hat ein Mensch wie Sie und ich? Haben Bedürfnis, essen zu wollen, zu müssen, ja? Dann sich waschen zu können, ja? Sich reinigen, dann frisch zu bekleiden. Ja? Dann kommt die vierte Säule, sage ich immer, das ist dann die ärztliche Versorgung, dass der Mensch auch seine Krankheiten hier ansprechen kann und hier auch behandelt werden kann, auch ohne Krankenversicherung. Also es wird auch nicht nach einem Ausweis gefragt, es wird einfach, der Mensch kann mal kommen. Ich kann es nicht. Also ich bewundere manche Leute, die überhaupt auf der Straße wohnen sind. Ich stelle mir das im Winter so grausam vor. Das muss doch arschkalt sein. Ich möchte wissen, wie viele Leute dann wieder erfrieren. Wir hatten die Contessa. Auf der anderen Seite ist doch dieser kleine, das dreieckige Stückchen Park da hinter der Mauer. Und wir saßen mal nach Feierabend da und haben ja Schorsch und so weiter und noch eine ganze Runde Bier getrunken und schauen im Gebüsch. Kommt eine Frau an und baut mit, schleppt Holz an, schleppt Pappe an, schleppt Styropor echt? An, schleppt Folien an. Wir haben nur ganz fasziniert zugeschaut, wie sie sich da eine Hütte gebaut hat im Gebüsch. Ja, Mann. Als sie fertig war, stand sie dann vor ihrem Haus, hat sich eine Zigarette gegönnt, hat uns angelächelt und dann hat sie ihre Hütte bezogen. Und dann ging es eben um die Frage, wie lang macht die Stadt München das mit? Ja, mit Hans' erster Satz war, jetzt ist Oktoberfest, da interessiert das kein Schwein. Und so war es auch. Die ganze Oktoberfestzeit hat sie da in ihrer Hütte gehaust, kam hier in der Früh mal zum Duschen, hat sie das Essen gegessen und weg war sie in ihrer Hütte. Und da habe ich schon gedacht, hallo, ne? Und so Frau alleine sind doch in einem relativ einsehbaren Gebüsch mit 1000 Männern unten außenrum und nicht so. Ja, und dann ging's los. Was kommt als erstes? Streetwork. Ja. Gut. Dann auch wieder Sprachschwierigkeiten, die war Italienerin. Mhm. Und dann hat sie es kapiert. Als sie dann zu sehr, sie sich zu bedrängt fühlte, ist sie auf die andere Seite vom Königsplatz gezogen, hat da eine neue Hütte aufgemacht.
anderes Streetwork-Team zuständig. Bis das die Akte rübergewandert war. Und die neuen Streetworker zu ihr hinkamen. Das ist Deutschland, es gibt Bürokratie auch in solchen Projekten. Dann ist sie ganz souverän wieder in die andere Hütte zurückgezogen und hat wieder ein paar Folien erneuert und das instand gesetzt. Und so hat die überwintert. Und irgendwann im Frühjahr war es dann weg. Sich leisten können und nicht abhauen müssen und in der Wohnung der Stadt ziehen müssen, sondern die, wenn es Städte sind, wollen sie ja auch da bleiben. Und es soll einfach so, das ist mein, der erste Satz, also der erste Grund, neben dem Ding, dass die Leute da bleiben können und nicht weggehen müssen aus der Stadt München, weil sonst ist es nur ein Museumstadt, Entschuldigung diesen Ausdruck, aber sonst wird es nur von Reichen bewohnt, die meistens gar nicht da sind, weil sie die Wohnung nur haben, um Geldanlagen zu haben. Und nur die leisten können, die es sich leisten können, hier sein, und der Rest ist weg. Das ist ja, kann nicht sein.